Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen. Ich freue mich natürlich ganz herzlich, dass ihr am Start seid. Und ich werde alle diese Minions mit meinem E bekommen. Einen. Na gut. Ja, wir sind heute quasi hier wieder versammelt, um mal wieder ein bisschen was zu spielen. Ich habe mir eigentlich gedacht, wir spielen heute den goldenen Garen. Den habe ich mir ja tatsächlich gekauft. Leider bin ich anscheinend ein Trottel gewesen. Denn ich habe diesen Grundskin gar nicht von Garen. Ich dachte, ich hätte den gehabt, aber den habe ich nicht. Das heißt, ich habe zwar den Chroma, aber den Skin nicht und deswegen konnte ich ihn nicht auswählen. Aber scheiß drauf, wir spielen jetzt trotzdem Garen. Und natürlich, wir machen es genauso wie mit Katarina. Das heißt, wir spielen auch gegen Katarina. Wir spielen mit Predator, wir spielen mit Ghost diesmal, ja. Und Waterwalking Clarity. Das heißt, oder Celerity heißt es ja eigentlich. Gegen Katarina spiele ich tatsächlich sehr, sehr gerne mit Garen, muss ich sagen, ne, weil... Ne, die kann da relativ wenig machen im Nahkampf. Das macht auf jeden Fall super viel Spaß. Ich habe mir trotzdem Andorra ein Schild gegönnt. Deren gegnerisches Team ist komplett smackbar. Finde ich übel geil, gegen zu spielen. Gegen so, gegen Zed, Lee Sin, gegen eine Katar. Das ist free, Leute. Das macht mich schon wirklich glücklich. Ne? Ihr lauft darauf zu und bam. Ne, das macht Spaß, das ist toll. Wir haben jetzt halt kein Ignite. Das heißt, unser Damage-Potenzial wird nicht das krasse sein. Ich muss übrigens unbedingt mal wieder zum Friseur. Fällt mir ein. Okay. Das ist jetzt halt richtig räudig, weil jetzt meine Kanone flöten geht. Na, das ist ein bisschen scheiße. Wir drehen mal hier lang, wir flashen mal hier rüber und wir sterben. Na, kalkuliert. Und Leute, wir sind Garen. Das bedeutet, ich hoffe, dass wir jetzt ranken. Ne? Da hätte ich aber auf definitiv früher flashen sollen müssen können. Ne? Leute, sie hat kein Ignite mehr. Alles rausgebaitet, alles nach Plan und wir ranken jetzt. Ne? Absolut worth. Problem ist, hat sie geflasht? Ich glaube nicht, weiß ich nicht. Ne? Aber guck mal, wie wir ranken hier, Leute. Ne, wir ringen. Ja, guck mal an. Wir haben gleich mehr als sie. Sie hat auch keinen Pot mehr. Schön. Wunderschön. Ja, komm, spring drauf. Spring. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm her. Ja, komm. Ja, komm. Oh, nicht noch einer. Bitte. Later, later, later. Ah, Mann. Das ist halt scheiße und unfair, Leute. Das zählt nicht. Ach, kacke. Also, ja, wir haben den Kill gemacht. Katarina ist tot, ne? Aber... Na gut, Predator-Schuss sind da. Ja, Items technisch weiß ich noch nicht genau, in welche Richtung wir gehen. Also, wir wollen natürlich schnell sein. Ich denke, da bietet sich Jungs auf jeden Fall an. Aber festgelegt habe ich mich da absolut noch nicht. Ne? Da können wir schauen. Pots brauchen wir nicht, wir sind Garen. Ansonsten, der Plan ist, ja, mir tut es wirklich im Herzen weh, dass ich kein Hexflash dabei habe. Ich liebe Hexflash auf Garen oder generell spiele ich echt gerne mit Hexflash auf einigen Champions. Aber wir wollten ja hier diese Geschichte mitnehmen und deswegen habe ich gedacht, ja komm. Ne? Was soll's, habe ich mir da gedacht, ne? So, wir drehen hier nochmal so ein bisschen durch. Zack, Holzmichelschlag. Der. Ja, mach ruhig dein Emote. Mach halt ruhig, Kim Dylan 420. Du kriegst gleich auch mein Emote, mein Schwert-Emote ins Gesicht. Ja? Willst du mal meinen Trümmer mehr sehen? Hier. Und bam. Tschüss, later. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm, ja, komm. Da. Auto hit. Ja, komm. Na, das ist toll. Wir maxen auf jeden Fall erstmal ein bisschen die Q. Ja, klar, also normalerweise Toplane Garen sollte ich auf jeden Fall die E maxen. Aber hier ist es gerade eigentlich immer sehr, sehr wichtig, an den Gegner ranzukommen. Ja, das ist immer so das Ding. Und deswegen mit der Q, da hält es ein bisschen länger. Dann können wir ein bisschen länger chargen. Außerdem knallt es ein bisschen mehr. Ne? Es ist mal gut, wenn es direkt knallt. Wir könnten eigentlich gleich schon auf die... Boah, ja, leck mir doch. Okay, Predator ist an. Ich bin raus. Tschüss. Ich würde aber sogar mich nochmal sehen und da quasi gleich nochmal vorbeilaufen. Predator hält ja ewig. Ewig. Und, nee, okay, schade. Schade. Naja, aber hat ja auch gar keinen Cooldown. 100 Sekunden. Was sind schon 100 Sekunden, Leute? Na? Ja, komm her. Ja, jetzt habe ich leider nichts, aber, na gut. Ne, aber gegen Katarina, Garen gegen Katarina ist einfach lustig. Das macht wirklich Spaß, ne? Das freut. Ich glaube, die meisten mögen ja gar nicht gegen Katarina zu spielen. Ich spiele ich persönlich spiele wirklich gerne gegen Katarina, muss ich sagen. Auch mit anderen Champions. Es gibt aber einen Grund, warum ich nicht gerne dagegen spiele, ist... Also das Matchup finde ich toll. Ich mag das Matchup. Meistens ist Katarina auch relativ schwach. Aber es gibt zwei Gründe, warum es dann auch wieder scheiße ist. Der erste Grund ist, wenn deine Katarina 0-4 geht, also du sie kaputt smackst, schlägst und so weiter... Dann holt sie sich trotzdem irgendwann im Game noch ihre Kills von der Botlane, ist auf einmal 5-4 und dann tötet sie alles, obwohl du sie zerstört hast. Und der andere Punkt ist, wir könnten jetzt mal Botlane roamen, der andere Punkt ist, dass, ja, du willst zwar das One-on-One-Matchup machen, das ist geil, dann roamt aber der Gank dich irgendwann und dann wirst du gebumst. Und dann ist vorbei. Wir bräuchten nur eben Ghost. Ghost. Und let's go! Ghost ist an! Ich bin roaming Garen!
Ra 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 ra. Ra 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 ra. Ich glaube, es hätte aber auch nicht gereicht, Leute. Außerdem war wieder dieser Lee Sin, ne? Der wird noch so hart. Der wird, ne. Lee Sin, du bist so hart gelistet. Holy shit, auf der schwarzen Liste. Holy shit. Also, ich würde nicht gerne in deine Haut stecken. Also, sowieso nicht. Auch sonst nicht, aber. Ja. Okay. 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 Okay, alles klar. Ja, gut. Okay. Wenn das dein Ernst ist, okay. Also, ich hätte aber auch echt nicht früher holen können, glaube ich, weil, also. Es macht schon Schaden, aber es ist halt Magic Damage. Ja, also vielleicht, ne? Hm. 175 plus 28% klingt schon gut, aber es hat Magic Damage wird reduziert. Vielleicht hätte es gereicht, weiß man nicht. Wir werden es nie erfahren, Leute. Niemals. Niemals. Das Einzige, was wir jetzt noch tun können, ist ein paar Punkte in die E machen, damit wir auch mal mehr E-Damage machen, weil das war gerade ein bisschen wenig, ne? Klar kommt da kein Damage bei rum bei der E, wenn der nur Level 1 ist. Aber ist okay, wir hatten keine Predator-Schuhe. Ich würde sagen, wir gehen einfach nochmal. Danger. Ich bin unterwegs, Bro. Ghost Predator Dings ist an, meine ich. Hier. Ich bin. Nicht sterben. Mach noch ein bisschen Damage. Mach irgendwas. Ja? 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 Das ist okay. Happa! Da 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 da. Na 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 na. Also, ich. Ja, es war so. Hm. Ich dachte, ich krieg beide. Aber der. Ich habe ein bisschen zu lange gebraucht. Frage ist, ob ich da nochmal rankomme an das Mischstück. Ich glaube aber nicht. Nee. Außer wenn ich übel krass chase. Ich meine, ich bin der Chase. Ja, mach deine Emote. Mach. Mach. 3, 2, 1. Und let's go. Das Problem ist, da kommen jetzt mindestens wir wegspringen. Das ist das Problem. Ja, nice Emote, Alter. Nice. Ha, 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 Emote. Nice Emote. Bro. Danke. Tschüss. Ah, herrlich, ich liebe es. I'm loving it. I'm loving it. Oh, da kommt noch der komische Säbelrassler, kommt da noch an. Sag mal, brennt dir deine Synapse? Ja, dann, okay, passt. So, machen wir das hier mal. Wunderschön, wunderschön. Ich liebe einfach Garen. Garen macht so viel Spaß, Leute. Garen ist einfach toll. Deswegen kaufen wir uns jetzt die Garenisationsschuhe zum schnelleren Laufen. So. Eigentlich wäre, glaube ich, Yomus Rush besser, aber ich könnte nur ein Schwert kaufen. Und ein Schwert ist, ja, ich sag mal so, aber ein Schwert ist besser als kein Schwert, ne? Also, machen wir es einfach so. Zack, ne? Ein Schwert und Schuhe. Wir haben hier schon, wir müssen, gelistet sind auf jeden Fall noch Zed und die Botlane. Zed und Botlane, ne? Mr. Darkest, Champ Stamp und Rhombus. Die drei sind noch gelistet. Ne? Das hier übrigens, keine Ahnung, wie ich das auslösen will, durch Flash halt. Aber die anderen Sachen waren auch so kacke. Eine Cheap Shot kann ich auch nichts mit anfangen und ja, ne? Also deswegen habe ich mich dann doch dafür entschieden, weil mit Flash und vielleicht geht auch Ghost oder Predator, keine Ahnung, glaub nicht. So, vielleicht können wir ja nochmal, wobei wir haben gerade keine Ult, aber sonst würde ich gerne nochmal die Singer Boy einsammeln. Touch! Ja, okay, hier. Ja, komm, ja, ja, komm. Oh, was? Schaden? Ich bin raus. Later, later, later. Ich bin raus. Ich. Warum hat die jetzt auf einmal so viel Schaden gemacht nochmal? So quasi von 100 auf 0 mäßig? Okay. Okay, 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 okay. Das ist natürlich das Ding. Sie hat übrigens auch schon. Ja, okay, sie hat jetzt 3 Kills. Ne? Vorher hatte sie 2. Aber das ist das Ding bei Katharina. Wenn sie dann halt mal Kills bekommt. Die hat sie übrigens, glaube ich, nicht von mir bekommen. Hat sie? Hat sie nicht. Hat sie? Hat sie nicht. Hat sie nicht. Dann, oder? Ja, ich meine, ich bin schon dreimal tot gestorben, ne? Aber dann explodierst du halt instant. Das ist natürlich das Tolle auch an Katharina. Dann bist du sofort von 100 auf 0 tot. Aber okay, dann müssen wir das jetzt ein bisschen besser machen. Und andere Lanes ganken. Naja, vielleicht, oh, geht die deep? Geht deep, geht deep, geht deep. Oh, sie geht nicht deep. Ich dachte, sie geht deep. Scheiße, ich habe schon den Motor angeschmissen. Kacke. Aber der Motor hält so lange, dass ich mal eben einfach Drive-By noch zur Botlane machen könnte, quasi. Ne, so lange hält das. So lange hält das. Komm, Leute, ihr müsst jetzt Gas geben. Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Oh mein Gott, ich komme wirklich hier an. Oh mein Gott. Allerdings muss ich hier raus. Sonst kickt er mich da noch tiefer rein in die Schall. Ja, komm. Ja, okay, let's go. Let's go. Komm schon, bisschen Damage. Ah, das ist jetzt schlecht. Das ist ganz schlecht. Das ist jetzt ganz schlecht. Tot, 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 tot.
Leider hätte meine Botlane, ein bisschen schneller reagiert, dann hätten wir locker noch Taric abholen können. Die hätten ihn ja nur hinterherlaufen müssen, aber das ist nicht schlimm. Ich wusste selber nicht, ob ich safe drankomme. Problem ist natürlich jetzt, wenn ich weiter AD baue, werde ich noch schneller explodieren, aber... Life ain't fair. Dafür ist der Toplaner von den 03. Wir müssen halt gucken, dass wir einfach Katarina ein bisschen mehr kontrollieren. Na? Bisschen mehr Kontrolle aufbauen. Das ist ja auch mal schön. Von behind zu spielen ist auch geil. Ne? Das seht ihr ja nicht so oft bei mir. Ist aber auch mal geil. Na, dann können wir jetzt mal gucken, wie wir hier... Ja, hier ist halt echt... Das Ding ist, ich muss Katarina halt silencen, nachdem sie gesprungen ist. Ne? Das heißt, sie müsste quasi engagen. Dann wird es gehen, so ungefähr. Aber das Coole ist jetzt, sie denkt jetzt, sie wäre irgendwas. Ne? Dabei ist sie gar nichts. Und ich zeige dir gleich, was sie ist. Na, dann drehen wir da einmal durch. Und dann gibt's aufs Maul, Paul. Wir haben schon wieder den Dings ready. Die Schuhe. Das heißt, wir könnten schon wieder roamen. Problem ist nur... Ich hab halt... Wir müssen wirklich ein bisschen aufpassen, ne? Ein bisschen. Aber so ein Q kann ich doch mal mitgeben. Oder ist das zu viel verlangt? So eine kleine Q? Hier sowas zum Beispiel? So ungefähr? Ah, nein! Ah, ich hasse... Mann, was ist denn mit dir, Junge? Jonas, ey. Mitcha. Was ist denn mit ihm? Kann der... Oh, 2,5, wirklich? Kann der mal woanders langlaufen als in der Mitte? Bitte. Das hat sich gerimt. Okay. Ja, scheiße, aber auch. Da ist er schon wieder. Töte den mal bitte. Okay, gute Ultimate. Obwohl, nee, ist eine ziemlich scheiß Ultimate, hätte ich gesagt. Also war ja auch so, war ja Ironie. Na, ich habe noch die Schuhe. Ich scheiße jetzt auf die Mitte. Wer braucht schon CS, ey? Ich geh jetzt hier runter. Run it down, Bot. Dann feed ich immerhin nicht Katarina. Das ist der Vorteil. Na? Ich brauche noch ein Minütchen, Leute. Ein Minütchen noch, bitte. Okay, wir schmeißen alles an, Leute. Predator ist an, das ist an. Das ist ein weiter Weg, aber ich bin schnell. 591. Ich bin unterwegs, Leute. Let's go. Ihr müsst jetzt aber auch Go machen. Ihr müsst jetzt Go machen, Leute. Ihr müsst auch mal bitte reagieren. Das wäre halt übel nice, wenn ihr reagieren würdet. Guys, please. Oh Mann, mein Team. Leute, ihr müsst mal was machen. Das ist natürlich immer das Problem, wenn ihr, also generell auch, ne? Ich meine, ich spiele ja ein bisschen Troll, aber wenn ihr Roaming Champ spielt, Aurelion Soul oder sowas, ne? Und die Teammates nicht reagieren, ne? Das ist halt RIP. Ne, ihr fliegt unten runter mit eurem 30.000 Genki-Dama-Kometen. Und euer Team denkt sich so, later. Na, das denken sie sich so. Und du denkst dir auch irgendwas. Verpiss dich. Ja, dann gehen wir Topland töten. Vielleicht geht da ja ein bisschen mehr. Na, wir essen noch mal grüne Paprika. Die schmeckt übrigens nicht so lecker. Deswegen essen wir auch nicht alle hier. Die eine kann Taunty haben. Und hier kommt. Der gibt zwar kein Geld, aber immerhin Kills. 3,5 sieht besser aus als 2,5. Go jetzt. Katarina ist in der Mitte. Push. Push it. Push it down mid. Bot. Top. Go. Do it. Und go. Go, 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 go. Jetzt nicht ping. Mach go jetzt, Junge. Was soll das denn? Hier. Geht doch. Manometer im Kilometer. So, Punkt in die E rein. Sind wir 3,5, Leute. Katarina, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. You never do this. Das war... Wieso ist sie nicht auf ihren Dolch gesprungen? Das war halt gar nicht gut. Das war gar nicht gut. Das war not very... Not... No. Gar nicht gut war das. So, wir haben keine Ult. Solange chillen wir erstmal, ne? Jonas kommt schon wieder in die Mitte gelaufen gleich. Deswegen bleiben wir mal ein bisschen oberhalb hier. Ja, ist gut. Also, ja. Frage ist, also eigentlich würde ich ja Yawmoth gehen, aber mein Team, ich bin eh schon zu schnell für mein Team. Das reagiert einfach nie. Deswegen hätte ich sogar fast gesagt, wir gehen auf Vrak Starblade erstmal. Machen wir. Machen wir. Das ist gut. Machen wir. So. Wir runnen nochmal runter. Ne? CS. Brauchen wir nicht. Ich hoffe, dass mein Team dieses Mal reagieren könnte. Leider sie of Doom. Ich habe auch keine Ult, aber ich hätte Lust. Ist die Frage, ob das reicht. Okay, sie geht back. Dann nicht. Ah, Geburten-Game. Ein GG. Back. Danke. Hier wieder ein Warten. Ah, scheiß drauf, Alter. Ich brauche die CS jetzt hier. Bitte sagt mir, dass ich die Kanone krieg. Bitte! Oh, das war knapp. Das war so knapp. Outplay. Oh, da unten geht was. Da Gott, was. Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Waterwalking Speed Garen ist unterwegs. Sind das 2 gegen 2? Ja. Predators an und let it rip. Ich bin da, ich bin da, ich bin da.
und in dein Gesicht. Zerung. Wiu. Hä? Ah, hat sie gesnackt? Sie wurde gesnackt. To get snacked. Übersetzt, einen Snickers essen. So, können wir hier was machen? Ich habe Ultimate und Lust. Ich habe ihn. Ah, ne, diesmal habe ich Katharina markiert. Wie viel hat sie denn? 5-2, ey. Manometer. Oh, Jonas will jetzt bestimmt gleich seinen Red Buff holen. Den gönnen wir uns, Leute. Also nicht den Red Buff. Also auch. Ich hoffe, hier ist kein. Ne, hier ist kein Bot. Könnt ihr daran sehen, dass Nightstalker ready ist. Ne? Das ist nur da, wenn ihr ungesehen seid. Na, das heißt, wir können es. Mann, ihr macht gerade meinen kompletten Plan kaputt. Wisst ihr das eigentlich? Ich muss hier trotzdem, tut mir leid, ihr müsst das so handeln. Die Frage ist, ich könnte jetzt eben schnell noch den Red Buff snacken. Dann habe ich ein bisschen mehr Damage gegen Lee Sin. Wenn schnell ist, ist die Frage. Er kommt nämlich jetzt. Kacke, Mann. Mein ganzer Plan steht hier auf die Kacke. Kommt er noch? Oder... Bro, komm her! Oh, das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp. Er hat's verfehlt! Ah, ich glaube, ich würde nochmal reingehen. Das machen wir. Wir müssen erst anziehen sein. Oh, scheiß Ward. Okay, Predator-Schuhe sind an. Tiao! Dreh. Ah, okay. Ah. Dieses Kack-Ward. Wenn das nicht gewesen wäre, dann hätte ich einfach hier... Ich brauchte halt meinen Draktar-Blade-Effekt wieder. Da das Ward mich gesehen hat, hat sich das nicht refreshed. Das war unglücklich. Tower ist leider weg. Ja. Okay, pass auf, Leute. Wir wollen ja etwas gewinnen. Ne? Deswegen gehen wir jetzt erstmal eben auf Deadman's Plate. Dadurch laufen wir schneller. Ist also im Sinne des Games, im Ziel des Games, im Wollen des Willens. Und, ja, ein bisschen HP wenigstens schon mal, ne? Natürlich keine Magieresistenz, ne? Aber kann nicht alles haben auf dieser Welt. So, wir gehen wieder runter. Ne? 73 CS, das reicht absolut. Mehr braucht man nicht. Man braucht nur so viel CS, um in der Lage zu sein, Kills zu machen. Und da ich in der Lage bin, Kills zu machen, passt das. Schön. Schön. Ich bin da. Und let's go. Oh, kacke. Okay. Silence. Kein Silence. Dann nicht. Drehen. Out it. Faber-Castell-Schlag. Zack. Okay, tot. Sehr gut. Wunderschön. Na, jetzt drehen wir nochmal ein bisschen durch. Brauchen auf jeden Fall noch einen Punkt. Den nächsten Punkt packen wir gleich wieder in die Queue, oder? Zack. So, das Ding ist, gleich kommt hier Katharina wieder an. Die ist hier schon wieder unterwegs. Boah, ich brauche CDR. Ich habe keine Ult. Boah, das könnte eigentlich... Ah, das Wort da weg, Leute. Ah. Das Wort da. Na gut. Jetzt aber. Das könnte halt... da müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber Katharina... Es gibt... Ich habe ja ein Regelbuch, Leute. Ich werde das irgendwann mal veröffentlichen. Da sind ganz viele Regeln fürs LOL drin. Ja, fürs LOL. Ja, zum Beispiel, da sind wirklich wichtige Regeln drin, die ich aktuell wirklich, also Non-Troll-Regeln, ja. Und eine dieser Regeln ist Katharinas Throwen immer. Das heißt nicht, dass sie immer verlieren, ne. Verlieren heißt nicht Throwen, aber sie Throwen immer. Ne? Das heißt, dass sie Throwen, heißt das im Prinzip. So viel heißt das quasi, ne. Das, jetzt wird sie mich wieder engagen, die alte Olle Nudel. Ne? Und jetzt engage ich wieder. Das ist halt ein Engagen und Engaged werden. Und jetzt engage sie wieder. Und jetzt bin ich tot. Das ist aber... Hier, ne? Wie spielt man gegen Katharina? Immer entgegenlaufen. Ne? Das ist ganz wichtig. Das verstehen die meisten nicht. Nicht mein Diamant. Super traurig. Wäre ich da jetzt mitgelaufen, hätte sie mich dahin gesprungen. Ich wäre gebammt, dann ult und ich wäre tot gewesen. Einfach, wenn ihr ihn durchwirft, entgegenlaufen. Easy. Übel easy. So, ich muss auf jeden Fall nochmal Jonas töten da unten. Leute, let's go. Komm. Predator-Schuss sind an. Auf geht's. Auf geht's, ab geht's, drei Tage wach. Peng! Peng. Och Mann, so eine Scheiße. Nein, bitte keine Cutter. Oh, ich lebe. Okay, du auch noch? Ja, okay. Ah, dann nicht. Ich muss mal kurz Paprika essen. Also ich muss von hinten dran, Leute. Wir sind Assassin, Garen. Ich glaube, das geht komplett in die Trousers, aber... Naja, das geht komplett in die Trousers. Ghost ist an. Das wird absolut gar nichts. Nicht mal ansatzweise. Oh, fuck, Alter, ey. Oh, Leute, wir haben aber auch nichts, ey. Ist hier ein Ward drin? Ja, hier ist ein Ward drin. Kann man sehen, dass der Effekt weg ist. Hier auch. Ne, da nicht. Ne, doch, hier drin. Ne, hier nicht. Lass das mal hier sein, das wird nichts. Wir sehen mal zu, dass wir kurz ein bisschen farmen, eben. Leute, das, so nicht. Na, wir drehen hier mal durch.
Also, um den Golden Garen jetzt zu spielen, da muss ich, glaube ich, also ich weiß nicht, ob man den aus dem Hextech kriegen kann. Vielleicht. Das könnt ihr ja mal sagen, ob man Dragon Wing Garen aus Hextech kriegt. Wäre super. Ich glaube, es könnte tatsächlich gehen, weil ich glaube, ich habe mal Dragon Wing Riven bekommen. Das Problem ist nämlich, dass dieser Skin normalerweise, der ist wahrscheinlich immer zu kaufen, aber immer erst im Neujahr. Das ist ein Neujahrskin. Und wir sind ja jetzt gerade erst im neuen Jahr, mehr oder weniger. Deswegen ist RIP. Deswegen ist einfach Let It RIP. Hier oben ist aber Z. Können wir den vergewaltigen? Ah! Ah! Ah, jetzt läuft meine Q aus. Kacke. Und mein Team stirbt. Enemies godlike, ne? Das ist, was ich so ungefähr meine, ne? Die hat überall, also mich hat sie, glaube ich, auch ein bisschen gekillt, aber... Ja, die kriegen halt eh überall ihre Kills. Das ist halt reuig, ne? Wenn es einfach 1 und 1 wäre, wäre nicht so schlimm, aber... So ist halt kacke, ne? Ja, wir können mal gucken, ob wir da unten was machen. Können wir sie töten? Hm, schwierig, weiß ich nicht. Sie wird mich halt... Sie wird halt ulten und binden, aber ist egal. Predators an, let's go. Let it go. Das ist halt doof, dass wir das so früh sehen, ne? Aber ist okay. Ich bin schnell. Ich bin schnell, du bist langsam. Ich bin Stahl und du bist Gummi. Und jetzt gebe ich Gummi. Gummi, 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 Gummi. Gute Ultimate. Sehr gute Ultimate. Schöne Ultimate. Tolle Ultimate ist das. Laufen wir auch drauf rum. Und Q. Auto-Hit. Da, 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 da. So, machen wir noch einen Punkt ins Q. Für mehr Laufen-Action. So, was ist hier los? Da sehe ich mich. Katharina. Ich werde jetzt den Katharina-Zerstörenden Katharina-Zerstörer machen. Katharina-Zerstörer! Danke. Jetzt drehen wir noch mal ein bisschen hier auf dem... Oh, kacke, der hat Flash. Hat er Flash? Der hat Flash, ja. Aber, okay. Ich wäre auch da gewesen, aber... Ah, okay. Den würde ich mir auch noch mal gönnen. Da chase ich. Lol, ich dachte erst so, hä, wer... Als, das sah halt voll aus, als wäre sie auch hinterher so Z-mäßig. So schattenmäßig, aber das ist ja ihre Ult. Also ich dachte so, hä? Haben wir auch ein Z? Have we also a Z? So, da ist der Typ. Ich würde da mit Ult sogar, aber ohne Ult, ha, weiß ich nicht, Alter. Ohne Ult. Okay, ich bin erstmal kurz weg wieder. Ich block das hier. Okay, never mind. Ich glaube, ich fahre in meinem Top-Lane. Okay, nee, ich hole mir erstmal Totemanns Platte. Außer wenn der jetzt reingeht, dann gehe ich auch rein. Guten Tag, einmal bitte dein Leben. Ich brauche mehr Damage, definitiv. Wir machen, aber Damage vielleicht gibt auch etwas Schaden tatsächlich. Na so, aber danach mehr Damage wieder. Mehr, safe. Safe, 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 safe. Ja, okay, okay, okay. Ah, okay, ich bin aber... ja, okay, das ist aber genau meins. Das ist genau meins, oder? Na, das ist gar nicht meins. Das ist kacke. Oh Mann, ey, der hat sich aber auch 100 Mal von dem Q treffen lassen. Ich hatte schon 100 Gelegenheiten, wo ich reingehen wollte, weil er vom Q getroffen wurde. Räudig, 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 räudig. So, Deadman's Platte ist da. Ja, das ist übrigens, kleiner Insider, würde ich vielleicht nochmal irgendwann wieder so ein Video drüber machen, so ein Easter Egg Video. Dieses Ding hier, habe ich glaube ich schon mal gesagt im Video oder nicht? Boah, ich weiß gar nicht mehr, was ich alles schon gesagt habe. Das wird das größte Problem sein. Das Ding hier ist die Schulterplatte von Gangplank. Gangplank. So, ne? Das Ding, also vielleicht nur, also nicht auf allen Skins, aber auf einem Skin ist das drauf. Na? So, hier ist Fräulein umgezogen. Auto-Hit? Kein Auto-Hit. Kein Auto-Hit. Ja, ich denke, aber das ist bei Garen halt wichtig, dass man... Oh, Nidalee wird auch so nutzlos sein. Ich hasse Nidalees Late-Game. Das ist so schlecht, Alter. Das ist richtig bad. Ich hole mir jetzt den da oben. Mit Ignite könnte ich, glaube ich, besser snowboarden. Also Ghost habe ich jetzt Just for the Sake halt mitgenommen, aber mit Ignite kannst du halt richtig, richtig krass früh snowboarden und dann halt deinen Midlane die ganze Zeit wegsmashen, ne? Also, der ist Level 14, könnte etwas gefährlich werden. Wir geben ihm erstmal ein Auto-Hit mit. Auto-Hit! Fuck you all! Ja, okay. Ich hätte vielleicht doch queuen sollen, weil das wäre direkt, dann wäre ich besser dran gekommen. Aber Auto-Hit Q wollte ich halt machen, wäre auch nicht schlecht gewesen. Team! Team! Das ist halt das Problem, ne? Das ist das Problem, ne? Deswegen habe ich mich dann doch irgendwann entschieden, dass Cutter nicht so toll ist, ne? Also, da One-on-One-Lane ist cool. Ist toll, ist nice. Good thing Garen wasn't here, ne? Das ist dann jetzt mein Bad, ne? Die haben 4 gegen 4 verloren. Zed war ja auch nicht da. Aber es ist my bad. Ja, aber das Zed oben war, haben die auch gar nicht gesehen. Das ist immer das Traurige, ne? Aber ich sag jetzt einfach, my... Ne, wir sagen gar nichts.
Ich wollte erst irgendwas mit Kartoffeln sagen, aber... Ne? Kaiser braucht immer noch ein Item für Damage. Klar, ne? Wir drehen hier nochmal. Also hier ist noch nicht alles verloren, Leute. Ne? Aber wir müssen eventuell... Wir müssen hier erstmal ein bisschen Damage kaufen. Aber da habt ihr das gesehen, ne? Die Leute, die wollen immer Flame irgendwie für irgendwas. Die stellen fest, okay, hey, die sterben. Die haben nichts auf der Map gesehen. Die sterben. Und dann sehen sie, was ist denn auf der Map passiert? Jetzt sterben sie übrigens gleich wieder. Okay, sie sehen, da oben ist ein Garen, der farmt. Ne? Aber dass der Zed war, das haben die gar nicht gesehen, weil die erst auf die Map gucken, wo die tot sind, wo die Zeit dafür haben. Die Predators an, sie ist RIP. Das ist wahrscheinlich auch wieder mein Bad. Oh Mann, Leute! Leute, was soll denn dies? Was soll denn dies? Der Itembild ist halt... Ja... Ich weiß ja noch nicht so, was die Kaiser-Itembilds sind. Ich kann da noch nicht so ganz mitreden, aber sie macht halt 0 Damage. Sie hat 20% Crit, ne? Also, weiß ich nicht. Also, puh. Ich glaube, ich würde, ich weiß nicht, also sie will halt AD und Attack Speed haben, aber, boah. Da würde ich, glaube ich, lieber normal mit Infinity anfangen und dann Attack Speed gehen, ne? Mit dem Zeug, was sie hat. Sie hatte bis Minute 45 hat sie keinen Schaden. Das ist wirklich krass. Oh Mann, die laufen aber auch nur noch stacked rum, Leute. Das ist echt unfair, fies und hart. Wir können einfach nichts machen. Also wirklich nicht. Es geht nicht. Nidalee ist halt komplett nutzlos. Ich bin auch nur begrenzt nutzvoll, möchte ich sagen. Weil... Ja, mittlerweile in so Group-Geschichten sind solche Troll-Item-Midlane-Champs immer richtig schwierig zu spielen, ne? Oh mein Gott, die haben was gekillt. Ich bin da. Ich bin da. Ist Katharina noch da? Ne, Katharina ist tot. Okay. Let's go. Ich habe leider scheiße keinen... Okay, ich hab Ghost, ich dodge das, weil ich ein Dodge-Main bin. Drehen. Oh, da geht noch was. Jagen! Oh, Zed, guck mal, hier, Zed ist wieder... Da ist das hier runtergelaufen, oder nicht? Ja, wollte er sagen. Ja, komm, spring mich an. Okay, jetzt müssen wir schnell nach oben. Na, Zed ist irgendwie auch mad. Das ist unsere Chance. Zed hat genauso ein... Ja, wo beides geht. Na, das geht aber... So, wir gehen jetzt Yawmoths Gemüseklinge. Let's go. Was ist mit dem Mann da oben? Kommen wir da hinterher? Nee. Haben wir mittlerweile 5 Stacks? Haben wir. Sehr geil. Sehr geil. Schafft ihr das da? Ja. Was eine Kiste hier wieder, ne? Aber so ist es mal ein bisschen spannend. Wobei, die gerne ein bisschen weniger groupen könnten. Also, groupen ist mein absoluter Erzfeind. Absolut RIP. Da gehen Full Damage Sachen gehen beim Groupen immer komplett in die Hose. Ich bin jetzt nicht 100% Full Damage, aber. Ne? So, gehen wir mal hier nochmal durchgedreht. Einmal noch durchgedreht. Audit Q. Bam. Zack. Flutsch. So, Katharina ist wieder in der Mitte. Am besten wäre, wenn wir Katharina catchen, ne? Sie hat übrigens gerade Regel: Katharinas Throne immer. Sie ist irgendwie gecatcht worden. Ne? Und dadurch. Mann, ey, Leute! Okay. Ach, shit. Oh, das weh. Oh mein Gott. Nice. Die Frage ist, die kommen wahrscheinlich noch. Ja. Aber ich regel gleich. Okay. Ja, okay, es ist RIP. Ah, shit, Alter. Genau in dem Moment, wie ich da in die Mitte gucke, wo beide Leute... Das Guys, don't go solo against Cutter, ne? Das ist genau, was sie will. So One-on-One-Situation, da platzen die Leute. Vor allem so Rabadons, ne? Das, seid ihr einfach instant tot, Leute. Boah, das ist halt immer wirklich sehr, sehr schwierig. Deswegen, ich glaube, in Low-Elo, wenn sie viel... Ich weiß nicht, wie sie aktuell gespielt wird. Da würde ich sie, glaube ich, bannen. Auf jeden Fall, ne? So, was kaufen wir jetzt, ist die Frage. Also, ja, das Ding ist, ich brauche... Tanken das, aber ich brauche auch Schaden. Ne? Gerade haben wir gesehen an Xayah. Also Xayah, ich habe sie tot gekriegt, aber es war so ein bisschen, es hätte ruhig schneller gehen können, aber... Schwierig. Vielleicht können wir irgendwie sowas... Frosthammer macht, glaube ich, keinen Sinn. Oh, die können wir uns, Leute. Die holen wir uns, Leute. Die müssen wir uns kaufen. Predators an. Die... das ist ein bisschen... Naja, okay, sind alle hier kacke. Scheiße, aber... Also mittlerweile hat es echt keinen Cooldown. 60 Sekunden ist nicht wild, ne, aber... Die können halt jederzeit jetzt Baron machen. Das ist schon sehr fies. Ich glaube, wir machen den jetzt auch, oder? Die Sinn hat zum Glück nicht so viel Leben.
Am besten hier mal so direkt rein warden. Danke. Hier auch. Danke. Okay, das ist ein Control Ward. Ja, gut. Nehmen wir nochmal hier die Farm mit. Also, wenn die Baron haben, ist RIP. Wir müssen halt jemanden catchen am besten, wirklich. Bevor jemand von uns gecatcht wird, wieder irgendwie gekickt wird. Der Lee Sin ist nicht all bad, muss man tatsächlich sagen. Ist halt ein richtiger Jonas. Flash wäre auch definitiv nicht verkehrt. Mann, ey, das kann doch nicht so schwer sein, dass man, ey, also bitte. Ne, ey, das, also, mal eine Sekunde nicht sterben, das wäre der Dream. Deswegen gehe ich jetzt, YOLO, ich habe schon alles an, aber kacke. Wobei, Ghost hält noch ein bisschen. Das ist vorbei. Das ist jetzt leider vorbei. Das ist vorbei. Fuck. Na, Predator Shoot kriege ich leider nicht an mitten im Fight. Ja, komm her. Ja, komm her. So, jetzt können wir es nochmal anschmeißen. Zack. Und let's go. Können wir noch was holen? Vielleicht. Vielleicht, vielleicht Xayah. Let it go. Let it go. Let it go. Komm schon, komm schon, komm schon. Ah, okay. Tötet sie jetzt. Macht was. Xayah. Ah, Kaiser meine ich. Sieht aber auch so ein bisschen aus wie. Die schmeißt auch so einzelne lilane Dinger. Ja, ist ein bisschen RIP leider. Schade. Schade, 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 schade. Was können wir kaufen? Am besten ein Hybrid-Item. Sterax wäre perfekt. Sterax wäre tatsächlich das perfekte Item aktuell, was ich mir jetzt kaufen könnte. Haben wir genug, wenn wir das. Ja, sehr gut. Dann können wir schon mal das Ding hier kaufen. Sterax ist, glaube ich, sogar ein Item, was mehr oder weniger für Garen geschaffen wurde, ne? Dadurch bist du nämlich, wenn man, irgendwo war mal was, dass man nicht mehr so CC-fähig ist, oder? Haben die das nicht reingepatcht? Wenn man Damage take, dann kommt ein Schild. Schild decayed. Da, 30% Tenacity, der ganz unten ist, ne? Das ist halt, damit wir nicht ganz so CC-lastig sind oder CC'd werden, ist der, denke ich, definitiv nicht verkehrt. Aber es ist eine harte Kiste. Nieder, please try not to get caught. Da wird schon wieder jemand oder? Nee. Okay. Okay, die sind beim Baron gleich. Da müssen wir. Kann ich Katarina nochmal besiegen? Nee. Die Antwort ist nee. Außer wenn ich sie krass outplay. Also mit ihren Dolchen. Wobei, ich glaube, sie ist mittlerweile so schnell, aber. Obwohl, Katarina ist gerade nicht da. Also wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn nicht jetzt. Wann dann? Sag mir wo und wann, wenn ich jetzt, wann dann? Tschüss, das ist gut. Das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Take it, Max und all und gesilenced. Hier, macht was. Damage, 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 bevor ihr was anderes macht. Damage, damage, damage. Ah, ich bin tot. Scheiße, obwohl vielleicht könnte ich den noch. Ah, scheiße. Oh, er kommt echt mit einem HP weg. Ah, shit. Ich bin so weit vor ihm gedreht, weil ich schon davon ausgegangen bin, dass er gleich nach vorne dashen wird, ne? Dass ich dann direkt neben ihm stehe. Leider macht sie unsere Base kaputt. Oh, das war unsere beste Chance, ne? Katarina war nicht da. Unsere beste Möglichkeit war das. Kacke. So, ein HP-Stand und ein Pickaxe. Ich würde sagen Pickaxe. Ja. Immerhin ist sie gerade ein Köder gewesen und hat ein bisschen Zeit gekauft, aber... Also Nidalee würde ich halt sagen, ist mit einer der schlechtesten Late-Game-Champs, die es mit gibt, ne? Lee Sin und Nidalee. Ne, das, Nidalee ist quasi der AP-Lee Sin. Kann man, glaube ich, safe so sagen. Ja, ich glaube, das war's. Schade, ne? War trotzdem eine schöne Runde, war leider dieses Mal doch... Also ich möchte ja nicht die Schuld immer auf meine Teammates schieben, ne? So bin ich ja nicht. Aber es war dann... Also Shogat war fein, ne? Shogat war fein. Wen hatten wir im Jungle? Wen hatten wir im Jungle? An Nidalee. Ja, Nidalee und Kaiser waren halt ein bisschen grenzwertig. Ne, ist nicht schlimm, ist ja, ne, bei sowas muss man nicht flamen, aber ja, ne, war trotzdem eine schöne Runde. Wir können uns ja trotzdem mal kurz mal den Damage anschauen, Leute. Ne, Damage, wen hauen wir? Shogat war ganz fein dabei, I think. Hier haben wir noch eine Cam. Ne, gucken wir mal den Damage kurz an. Damage, ja, ne, war. Das ist halt das Problem, ne? Da kommt im Late Game, kannst du einfach nichts mehr machen. Das ist einfach RIP. Und ich konnte halt auch nicht mehr so viel machen, weil wenn ich reingegangen bin, bin ich im Platz. Aber trotzdem, wünsche euch was Schönes, haut rein, auf Wiedersehen und tschüss.